Herzlich willkommen zu Seeburgas VTV, dem einzigen Vereinsmagazin im Havelländer Amateursport. Beim letzten Heimspiel der ersten Männermannschaft gegen Turbine Potsdam sollte nochmal ein Sieg her. Da es aber um nichts mehr ging, war die Luft wahrscheinlich schon raus. Am 29. Spieltag ging es für die Seeburger um nichts mehr. Dennoch wollte man sich mit einem Sieg von den eigenen Zuschauern in die Sommerpause verabschieden. Bis auf ein Abseitstor in der 34. Minute hatte das Seeburger Team nur wenige zwingende Chancen in der ersten Halbzeit. Ein regelkonformes Tor der Potsdamer pfiff der Schiedsrichter fälschlicherweise in der 38. Minute zurück. Kein Problem für die Gäste aus Potsdam, denn keine drei Minuten später traf Enrico Jentsch dennoch zum 1:0 Halbzeitstand. Nach einem Foul im Strafraum bekam Turbine einen Elfmeter in der 61. Minute zugesprochen, den Christoph Kuhn jedoch verschoss. Aber in der 85. Minute machte er seinen Fehler wieder gut, indem er zum 2:0 für Potsdam traf. Den Schlusspunkt des Spiels setzte Per Sünwold mit dem Tor zum 3:0 Endstand. Der Seeburger SV hatte keinen guten Tag erwischt und musste sich so mit einer 0:3 Niederlage begnügen. Das Ende einer Saison feiert der Seeburger SV traditionell mit dem Saisonabschlussfest. So auch in diesem Jahr. Nun die Auflösung, warum wir heute aus Geltow senden. Die E2-Jugend des Seeburger SV stand im Kreispokalfinale gegen den SV Dalgo. Wie das Spiel ausgegangen ist, sehen Sie jetzt. Der komplette Seeburger Anhang war von Anfang an optimistisch, dass im Kreispokalfinale 2014 der E-Junioren eine Überraschung möglich ist. Auch die Mannschaft selbst war natürlich hoch motiviert, dieses Jahr den Kreispokal zu gewinnen, nachdem sie in der letzten Saison das Finale knapp verloren hatten. Und so wunderte es nicht, dass Seeburg sofort nach dem Anpfiff begann, das Tor der Dalgoer zu suchen, um schnell in Führung zu gehen. Dieser erste Versuch wurde jedoch durch einen Dalgoer Spieler erfolgreich geblockt. Doch in der 5. Minute war es dann soweit. Ronen trifft zum 1:0 durch einen Schuss in die linke Ecke. Nur 5 Minuten später trifft Yannick per Kopf sehenswert zum 2:0. In der 16. Minute herrschte in der Dalgoer Abwehr kurz Verwirrung. Das nutzte Ronen aus und traf so zum 3:0. Insgesamt eine schwache erste Halbzeit vom SV Dalgo und so wundert es nicht, dass das 1:3 per Seeburger Eigentor fiel. Trotzdem raffte sich Dalgo nochmal auf und schoss die Tore 2 und 3, ehe Seeburg in der 39. Minute erneut in Führung ging, durch ein intelligentes Zusammenspiel in der Offensive und dem Torabschluss von Yannick. Nur wenige Sekunden später folgte dann Remos Sololauf. Zwei Spieler ausgespielt, den Torwart überlistet und der Treffer zum 5:3 Endstand. Und damit hat die E2-Jugend des Seeburger SV den letzten Kreispokal im Fußballkreis Havel-Mitte gewonnen.
Trainer Thorsten Merkel kam dann noch am Stand des Seeburger SV beim Finale des Street Soccer Cups 2014 zu Wort. Wir haben einen Pokalwettbewerb gespielt, ihr das kennt aus dem DFB-Pokal, 128 Mannschaften über das ganze Jahr. Und am Ende des Jahres, wenn man dann in einem Finale steht und in einem Finale dann siegreich sein kann, auch noch als jüngere Mannschaft, ja, da muss ich sich besser auskennen, da gibt es erste E-Jugend und zweite E-Jugend. Und wir sind eine zweite E-Jugend und haben uns trotzdem gegen die erste E-Jugend durchsetzen können. Das ist schon was ganz Besonderes und da sind wir sehr stolz auf unsere Jungs. Auch wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis. Die kompletten Spielberichte und die neuesten Infos immer auf unseren YouTube- und Facebook-Seiten. Das war die 19. Folge von Seeburgers VTV. Auf unserer Facebook-Seite oder unter unserer E-Mail-Adresse können Sie uns jederzeit erreichen. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, tschüss und alles Gute.